Leute, willkommen zu meinem Let's Play Amnesia. Ich habe das Spiel von ein paar Freunden empfohlen bekommen, soll ganz gruselig sein. Ich hatte es auch gerade schon mal versucht, aber leider ist mein Rechner abgeschmiert. Wir spielen und so. Naja, probieren wir es nochmal. Probe. Ja. Auswählen. Und dann würde ich sagen, starten wir das ganze Sache nochmal. Also ich habe ein kleines LP davon gesehen und muss ehrlich gesagt sagen, ich habe schon ein bisschen Angst. Don't forget, some things mustn't be forgotten. Okay, ich kann mich umgucken. Shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. Ich kann laufen. I live in London. Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is. I am Daniel. Ja, wir bestaunen hier. Daniel. Komm her. Jo. Los geht's, hoffe ich mal. Ein bisschen Blut von der Decke, normal. Das ist halt so mit alten Steingebäuden. Da kommt nur mal Blut von der Decke. Machen wir uns nicht weiter dran verrückt. Stehen wir auf. Legen wir los. Hä? Da hinten ist zu. So. Ja, mit J. Achso, okay. Mit M. Moment. Folge der Spur der Flüssigkeit, finde ihre Quelle. Okay. Ich mache jetzt hier die Tür. Linke Maustaste. Ah! Linke Maustaste und dann kann ich die Tür schieben, sozusagen. Ich kann sie schnell oder langsam aufmachen, wie ich halt bocke. Zünderbuchse. Okay. Ich kann die Tür aufmachen mit meiner Maus. Dem das noch keine ausreichend genug die Erklärung war. Ah, so schade. So, da hinten scheint es ja auch ziemlich zu sein. Dann gehen wir mal in die Richtung. Oh, ich bin auf meinen Knien. Ja, was ist jetzt los? Da drüben qualmt es ein bisschen. Okay. Kümmern wir uns erstmal um die Ritter. Cool. Ich nehme auch andere Körperteile. Ne, im Kopf. Yeah. Okay, weiter geht's. Okay. Die Tür zu. Geh zu Tür. Tür ist auch zu. Erstmal die Schnecke. Was haben wir hier? Ein Hemd und eine Zünderbüchse. Okay. Irgendwer atmet hier. Vielleicht ein Zettel. Ah, eine Zünderbüchse. Und ein Wesen. Wer hätte das gedacht? Was kann man mit diesem Wesen machen? Schlägt Scheiben an. Ja. Cool. Oh, Tabulator. Aha, Öl. Pressurzustand, Glas, klar. Körperzustand, alles gut. Na, dann kann es ja weitergehen. Gehen wir mal hier rein. Ich habe ein bisschen Angst. Aber hier scheint nichts schlimm zu sein. Ja, rein, logisch. Perro, das Feuer brennt nicht. Momentchen, ich schmeiß mal ein bisschen Eier rein. Hat natürlich jetzt nichts gebracht.
Vielleicht, wenn man so einen Tonbruch da reinschmeißt. Juhu! Der fliegt natürlich aus der Welt hier raus. Ah, ein bisschen Holz. Ne, das geht auch nicht. Ja, toll. Physics Engine. Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, wir spielen weiter. Mal gucken, was uns hier erwartet. Ich weiß nicht, ob ich wirklich hier reingehen will. Aber wie ist die Blutspur? Hier muss ich lang. Wer läuft hier rum? Und warum knarrt die Burg? Und warum werden die Gänge kleiner? Das ist doch hier kein Holzschiff, oder? Du Scheiße. Ich werfe mich einfach mal mit diesem Helm. Okay, ich habe schon ein bisschen Angst. Alter, Alter, was zur Hölle? Nein, verreck jetzt nicht. Ah, weg hier. Ah, renn. Lauf, renn. Okay. Okay. Was war das? Ich habe Angst. Ich habe schon gehört, dass man keine Waffen hat. Das macht mir umso mehr Angst. Ich habe ganz schön Angst. Ah. Zu die Tür. Ein Hemd, ne? Die Leute brauchen ja auch keine Hosen. Sagen wir gehen erstmal hier rein. Da hinten steht auch einer. Was zur Hölle? Oh, es ist nur so eine Ritterfigur. Gut. Okay. Kopf ab. Gehen hier rein. Wow! Okay, 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 was war das? Licht ist aus. Mach das Licht wieder an, wenn du das Licht ausmachst. Okay. Naja. Mein geistiger Zustand verschlechtert sich. Leichte Kopfschmerzen. Sagt aber alles gut. Gefällt mir hier gar nicht. Ich glaube, wir müssen wohl durch diese Tür. Alte Archive. Na, durch. Wenn man nach Canterbury will, muss man Dover durchqueren. Er nahm sich einen Besuch vor, um sein schlechtes Gewissen gegenüber der vernachlässigten Familie zu beruhigen. Okay, ich bin jetzt hier in einem weiteren gruseligen Gang. Da liegen Bücher. Das heißt wohl, dieses Monster oder Geist oder was auch immer, liest gerne Bücher. Wow. Okay, Licht an, Licht an, Licht an, ich habe Angst. Wer hat das Licht ausgemacht? Verdammter Wind. Ah. Komm her, komm her,
Wer wagt es, sich mit mir und meinem Buch anzulegen? Wow, wo kommt jetzt diese Waden her? Also Leute, ich muss euch sagen, ich habe echt Gänsehaut gerade. Und jetzt fängt auch noch alles an zu wackeln. Jetzt sind die Maden einfach wieder weg. Okay, aber ich kann jetzt springen. Nee, das ist gut. Was habe ich hier? Eine Kiste. Ich will hier raus. Gruselige Geräusche. Was ist denn da? Eine Lampe. Eine Laterne. F. Okay, das ist schon besser. Lampe. Oh, ich hab nicht viel Öl. Ich muss mal wieder einpacken. Ich will da nicht rein. Ich gucke erstmal. Ach nö. Ach nö, oder? Ach Wind. Jetzt hör doch mal auf. Ich finde das echt nicht nett. Dann werden wir wohl oder übel da reingehen müssen. Vielleicht gehen wir doch erstmal kurz dran vorbei. Jetzt habe ich am Hinterkopf. Und jetzt mache ich die Geister alle mit einem Blumentopf fertig. Ich schaffe es, diesen Blumentopf nur mit der Macht meines Geistes schweben zu lassen. Ich schätze mal, da geht's durch. Und ich habe schon wieder ganz schön Schiss. Das Wasser, das tut nur die Ketten von der Lampe. Okay, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel wir aufgenommen haben. Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich jetzt gerade so wichtig ist. Aha, ein Besen. Mit Besen kann man Dinge einschlagen, wie wir eben gesehen haben. Verprügel dich, Ofen. Stirb, 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 Geister. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Pause und verabschieden uns. Ey, cool. Ich bin der Mann im Ofen. Dann würde ich sagen, das war's dann erstmal für das erste Let's Play. Macht's gut, meine Freunde, und ich entferne mich immer wieder im Ofen. Bis dann an dieser Stelle wieder.